Ups, sorry. So. Ich würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Jo. Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Hallo. Ja, Deke hat sich etwas überlegt. Er... Was denn jetzt? Oh, hi. Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Wie Deke sagte, er hatte eine Idee. Deke weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Was meinst du damit? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Tops Meister lässt ihn nicht aus der Höhle und Deke weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Das klingt ja furchtbar. Ja, und Deke hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Oh. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Deke dachte, sie könnten sie testen und nach Tops sehen. Wenn es mir weiterhilft. Ach komm. Ich verstehe. Überlass das mir, Deke. Ich finde Tops für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Deke, was Sie über Deeks alten Freund erfahren. Hauselfenkummer. Naja, immerhin ist der Platz ja nicht komplett weg. Lass mich mal gucken hier. Erstmal müssen wir hier jetzt gucken, wo sind wir... ein Strand. Cool, dann können wir doch jetzt ein bisschen noch was freilassen hier. Also, auf jeden Fall die Niffler. Dann, warte mal, was haben wir hier? Männlein, Weiblein, zack, zack. Ups. Hallo. Oh Gott, wie niedlich. Doch, du bist bereit. Wo ist denn der Genosse? Ups, sorry. Da bist du. Hallo. Was schön ist das gemacht. So, ihr seid alle versorgt. Sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Ach, stopp, wir haben auch noch Kleidungsstücke, die nicht identifiziert sind. Quatsch, falsche Richtung. Ein blaugrüner Schal mit Uhrwerkmotiv. Oh, das war's schon. Hatten wir noch eins? Okay, never mind. So, dann schauen wir doch mal. Wo es hingeht. Machen wir bis dahin die Schnellreise.
schön, Sie zu sehen. Hallo. Oh, ganz schön weit. Hihi. Kling. Toll, gefällt mir. Ich habe ein Dorf, einen Jericho-Bau entdeckt. Ich bin sicher, ja. Da ist irgendwas. Gar nichts ist hier. Mal ein bisschen höher fliegen, Schätzele. Wo zur Hölle ist das auch? Kacke. Ach du Kacke. Das muss die Höhle verschafft sein. Hoppala. Ich Hallo? Hineingehen. Meine sind einfach zu viel. Ja, finde ich auch. Und ich merke gerade, Steuerung ist doch sehr viel anders, als ich dachte. Kurz mal eine Bruchlandung hinlegen. Spinnenhöhle. Oh, wer geht denn freiwillig rein? Gott, der arme Kerl. Revelio. Oh, Tops, du hast deine Quote um 3 Fiolen verfehlt. Weißt du, was es bedeutet? Es bedeutet, dass meine treuen Kunden ihre Flaschen von Sinus Schrumpflösung nicht erhalten. Wegen deines dummen Fehlers bekommst du eine Woche lang kein Essen. Boah, Alter. Außerdem erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend bestrafst. Wenn ich die nächste Lieferung abhole, sehe ich am besten blutige Verbände statt deines üblichen idiotischen Grinsens. Ey, das ist doch krank. Wenn du deine nächste Quote plus 5 zusätzliche Fiolen nicht erfüllst, verlierst du mehr als nur deine Essensprivilegien. Tops Meister ist furchtbar. Aha. Revelio. Können wir den dann nicht mit nach Hogwarts nehmen? Tops? Tops? Schenken ihr einfach Kleidung. Mich. Bist du hier drin? Das war doch so. Iiii. Pfui, Deibel. Das ist. Geh weg, krabbel. Ups, woanders lang. Gott, gibt Gänsehaut. Oh. Komm, Tringo. Revelio. Hier krabbelt viel zu viel Zeug rum. Ich sag's ja nur. Entschuldigung. Revelio. Ich bin ein bisschen übereifrig. Ich sag's ja nur. Für dich reicht's nur der Basiszauber, du mieses Drecksvieh. Revelio. Da sind Spinneneier. Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Ups, oder? Igitt! Weg! Revelio! Incendio.
Evelio. Cantringo. Revelio. Kommt gar nicht erst raus. Warum habe ich das Gefühl, dass hier vielleicht doch noch was Größeres kommen könnte? Ich will nicht. Und da Spinnenweben? Nee. Was ist hier los? Gerne Feuerbar. Juramus. Ab durch die Mitte. Revelio. Oh, fuck. Weg mit dir. Okay. Hat niemand gesehen. Ach Kacke, jetzt bin ich wieder hier. Ich habe eine Idee. Wir könnten vielleicht noch ein paar Venomosa Tentacula schmeißen. Das wäre doch eine gute Idee. Platsch. Revelio. Gut, dasselbe Spielchen nochmal. Ach, scheiß auf den Sack daneben. Das sind zu viele Beine. Das sind zu viele Beine. Nein. Oh, und jetzt schon wieder. Oh, fuck. Platsch. Nein. Oh, fast schon wieder, ne? Ist das ja nur. Wo buddelst du dich hin? Oh. Warte mal, jetzt machen wir jetzt mal anders. Mistvieh! Ups, oder? Das klang ja nicht gerade ermutigend. Gott, der arme Tops. Auch ne Krabbel woanders lang, man verpisst dich.
Hier wird es doch gleich noch größer. Ah! Hallo. Wow! Misty, guck mal hier. Boah! Kacke, da war ich so langsam. Mistviecher! Gott! Oh mein Gott. Na komm schon. Hier diese Drecksviecher ohne Mist, ne? Bam. Wow. Was war das jetzt? Ach, das war's. Du bist widerlich. Revelio. Sag doch, die Viecher werden immer größer. Wo geht's hier lang? Einmal Rundgang. Und hier geht's nicht weiter. Weil Spinnennetz. Egal, geh mal eben wieder zurück. Revelio. Kann es sein, dass ich Spinnenweben an mir kleben habe? Ist ja widerlich. Ich fackel mich gleich selbst ab. Und hier geht's abwärts, oder? Oh nein. Revelio. Oh nein. Ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist tops. Och Mann. Wenn der Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat diese Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach, schläfrig. Tops muss... Gar nichts hast du verdient. Armer Tops. Allein gelassen mit den Spinnen. Och Mann. Revelio. Gott, ist ja herzzerreißend. Kann ich da drum stehen? Nee, nicht wirklich. Okay. Ich brauche irgendein... Ja, das funktioniert so nicht. Das ist mir schon klar. Komm ich denn jetzt wieder raus? Oh, was ist denn da? Ja, okay. Ey, der Grafikglitch geht mir gerade ein bisschen auf den Zünder. Ich sag's nur. Reicht das? Ja, es reicht. Perfekt.
Ach, hier geht's gar nicht raus. Fuck. Revelio. Oh, nein, 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 nein. Viel zu viel Rot, viel zu viel Rot. Verpisst euch. Der Altar kommt mir bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. Ja. Oh Mann. Toll. Jetzt bringen wir so eine miese Nachricht, ne? Oh Mann. Ich will überhaupt nicht zurück zu dem armen Kerl. Könnt mir nicht mitnehmen? Angemessen beisetzen und so. Ich bin aus der Höhle zurück, Deek. Wunderbar. Deek hofft, Sie haben Tops von Deek gegrüßt. Es tut mir wirklich leid, Deek. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein. Das hat Deek befürchtet. So lange allein in der Höhle. Armer Tops. Deek und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Deek wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Deek ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Deek wird seinen Freund vermissen und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund, Deek. Danke, Sie sind sehr freundlich. Deek braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist. Armer Deek. Ein Fokustranker hast du gemacht? Hallo? Deek findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Armer Kerl. Oh mein Gott, stimmt. Ich wollte ja noch ein, Reparo. Nein. Sorry. Falsches Setup. Ich wollte ja noch einen Freund besorgen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Diese Wolkenschwinge. So. Ach Gott. Oh! Da habe ich ein Mondkäppchen vergessen. Hey! Ich habe beide Mondkälber vergessen. Upsi. Schmatz, Schmatz. Ich habe euch doch gefüttert. Was ist denn los? So. Genug gefüttert und genascht. Dann würde ich
sagen, machen wir beim nächsten Mal mit ein paar. Machen wir noch ein paar Nebenaufgaben oder was machen wir?